Willkommen, ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Götz Bunschow. Ich bin jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder hier an meiner alten Alma Mater. Stelle fest, hat sich nicht viel verändert. Immer noch dasselbe blöde Schließsystem, das wir schon vor 20 Jahren eingeführt haben. Aber es ist wirklich nett, das hier alles mal wiederzusehen. Ich habe hier Informatik studiert und arbeite jetzt als Berater für IT-Sicherheit. Deshalb bin ich hier gelandet. Einer von den Organisatoren ist bei mir im Team. Hat mich gebeten, den Vortrag zu halten. Mein Vortrag ist nicht technisch. Brauchen auch nicht groß auf die Präsentation zu kommen. Es kommt keine Präsentation, es kommen keine Folien. Das hier ist verbal. Das Ganze wird anschließend auch noch einen kleinen Workshop-Charakter haben, wo ich mir wünschen würde, dass sich mindestens zwei Leute freiwillig melden, dann mal hier vorzukommen und eine Diskussion zu machen mit den Techniken, die ich jetzt mal kurz vorstelle. Jetzt zum Inhalt, unehrliche Rhetorik oder der Fachbegriff heuristische Dialektik. Das kann man darunter auch alles nochmal auf Wikipedia nachlesen. Ich erzähle jetzt kein Geheimwissen. Es ist eigentlich auch sehr altes Wissen, wie der Untertitel Schopenhauers 38 Kunstgriffe schon sagt. Das wurde 1830 von Schopenhauer geschrieben, geht aber noch auf wesentlich ältere Dinge zurück, auf Schriften von Aristoteles. Es geht halt um sogenannte unehrliche rhetorische Diskussionstechniken. Der Grund, wieso ich als IT-Security-Mann mich soweit mal beschäftigt habe, war, dass ich mal eine Weile in der Betrugsvorbeugung gearbeitet habe, hauptsächlich Kreditkartenbetrug. Da haben wir aber auch gelernt über so psychologische Techniken, also was man heute Social Engineering nennt, von Trickbetrügern und Ähnlichem. Mich hat das immer so ein bisschen fasziniert und ich habe mich da immer wieder reingearbeitet, weil ich es einfach interessant fand und bin auch der Meinung, die meisten Leute sollten das einfach wissen, damit sie nicht drauf reinfallen. Ich finde das ist eigentlich schade, dass das uns im Schulsystem nicht gelehrt wird. Ich bin kein Fan des amerikanischen Schulsystems, aber die haben eine Sache, die ich gut finde. Das kennt man vielleicht, diese Diskussionsclubs. Das hat man vielleicht mal gesehen, wer letzten Spider-Man gesehen hat. Spider-Man ist auch in diesem Diskussionsclub drin, wo die diese Diskussionstechniken lernen. Jetzt aber, um das Ganze mal ein bisschen abzustecken, worum es geht. Es geht hier nicht um Techniken, mit denen man versucht, irgendwie das Gegenüber von seiner Meinung zu überzeugen. Es geht auch nicht darum, irgendwie argumentativ tatsächlich fundiert irgendwas zu gewinnen. Es geht darum, bei einer Diskussion zwischen zwei Parteien die Zuhörer davon zu überzeugen, dass man selber gewonnen hat in der Diskussion. Auch wenn man dafür überhaupt keine fachliche Basis hat. Ne? Man kennt das ja, also die heuristische Dialektik, das geht zurück auf die alten Griechen. Dialektik, die Kunst der Diskussionsführung, der Diskussion um zum Erkenntnisgewinn, wie das die alten Griechen so betrieben haben in ihren Philosophieschulen. Und da gab es dann eine Strömung, die nannte sich die Sophisten. Da kommt auch das deutsche Wort Sophisterei oder im Englischen Sophistry her, im Prinzip so jemanden das Wort im Mund umdrehen, Spitzfindigkeiten, Haarspalterei, um ein Argument zu gewinnen. Ne, nur als Beispiel, wenn jetzt man zwei Parteien hat, die diskutieren, der eine sagt, ne, Umweltschutz ist wichtig, Klimaerwärmung ist real und die andere Partei sagt irgendwie, nee, Klimaerwärmung ist nicht real, das ist eine marxistisch-leninistische Antifa-Verschwörung. Wenn diese Diskussion auf fachlicher Basis geführt würde, wäre relativ klar, welche Seite gewinnt. Also muss die, sagen wir mal, irrationale Seite zu anderen Techniken greifen. Und darum geht es jetzt in der heuristischen Dialektik. Dialektik, Diskussionsführung, heuristisch geht zurück auf Eris. Wer mal Illuminati gelesen hat von Robert Scheer, das ist die griechische Göttin des Chaos und der Zwietracht. Daher kommt der Name. Jetzt geht es darum, wir haben eine Diskussion. Klassisches Beispiel, wo man sehen kann, was weiß ich, Kandidatendiskussion beim amerikanischen Wahlen oder einfach bei uns, man guckt sich irgendeine Talkshow mit Politikern an. Da kann man das, wenn man das kennt, relativ schnell wiedererkennen, wie die diese Techniken anwenden. Es wenden aber auch nicht nur Politiker an. Ich habe es auch in meinem Arbeitsalltag erlebt, wenn man mit genügend hochrangigen Managern diskutiert, die alle von der Technik keine Ahnung haben, aber doch ihren Standpunkt durchsetzen wollen, dann wird man sowas auch ausgesetzt. Ganz besonders heftig hatte ich das mal, als ich mal bei einem Bundesprojekt war, wo das gesamte Management aus ehemaligen Politikern aus dem Bundestag bestand, die dann halt bei so einem IT-Projekt der Bundesregierung dann Managerposten zugeschustert bekommen haben. Da bin ich dann auch immer verbal links und rechts geohrfeigt worden, aber es kam halt kein einziges sachliches Argument. Das war auch für mich so ein Grund, mich ein bisschen mit dem Krempel zu beschäftigen, damit man einfach weiß, wie man das kontert. Gut. Ich denke, ich habe den Rahmen jetzt genug abgesteckt. Nachdem ich jetzt ein paar Techniken vorstelle, würde ich halt mir wünschen, dass sich hinterher zwei Leute freiwillig melden. Wir stecken ein Thema ab und die beiden
bereiten sich dann vor und diskutieren dann mit diesen Techniken. Also wer Lust hat, sich ungestraft mal vor Zuschauern wie ein Arsch zu benehmen, der kann sich dann mal melden und hier vorkommen. Gut, fangen wir mal einfach an mit ein paar Beispielen. Also schon, wie der Titel schon sagt, Schopenhauers 38 Kunstgriffe. Wir werden nicht durch alle 38 durchgehen. Wir nehmen 7, 8 Beispiele, reicht die Zeit einfach nicht. Und die aber zeigen sollen, wie die Technik funktioniert. Ich versuche auch ein bisschen zu erklären, wieso das funktioniert. Fangen wir mal mit dem Elementarsten an. Das ist die sogenannte Ad hominem-Attacke. Das ist, eine Partei macht ein logisches, fundiertes Argument. Und man selber hat jetzt eigentlich nichts, was man dagegen halten könnte auf einer wissenschaftlichen Diskussionsbasis. Also was macht man? Man ignoriert das Argument und greift die Person an. Man versucht, nicht das Argument zu entkräften, sondern die Person unglaubwürdig oder negativ darzustellen, sodass die Leute, die Zuhörer, die man ja eigentlich überzeugen will, dann das Argument ignorieren, weil die Partei, die es gesagt hat, ist unglaubwürdig. Klassisches Beispiel, wenn man schafft, den anderen als Nazi darzustellen, dann sagen die Zuhörer, oh, so ein Nazi, wir brauchen gar nicht mehr zuzuhören. Selbst wenn der jetzt argumentiert, wir müssen was für Umweltschutz machen, ne? Dann sagen wir, nee, das ist ein Nazi, machen wir nicht. So ein klassisches Beispiel, eine Partei stellt sich hin und diskutiert, ja, wir müssen Umweltschutz machen, der deutsche Wald muss gerettet werden, saurer Regen, Umwelt, die Lunge der Welt. Und irgendwann sagt er sowas wie, und außerdem, wir sind ja hier Deutsche und wir Deutschen, deutsche Kulturgut, hatte der Wald schon immer einen hohen Wert. Und so Goethe und so, wir haben ja hier im Norden von Darmstadt im Wald auch so ein schönes Denkmal neben der alten Kirche von Goethes Platz, wo er immer gesessen hat, hat über den deutschen Wald Gedichte geschrieben. Ne? Also fundiertes Argument, nicht sein Kernargument, er hat einfach nur so das eingestreut, aber da greift dann die Gegenseite an, so, aha, deutsches Kulturgut. Da sehen wir ja, wo der Wind herweht, Sie und Ihre nationalistischen Ansichten, Ihre Agenda, ne, so Ihre komischen, versteckten Nazi-Argumente hinter dem ganzen Umweltgeschwafel. Ja, hat er ihn praktisch jetzt als Nazi bezeichnet, hat seinen Charakter angegriffen. Gut, der andere kann natürlich dann sagen, so, ja, stimmt doch gar nicht, ich bin kein Nazi. Das ist aber ein Problem. Ne? Das ist so eine klassische Technik, die sieht man auch immer bei Wahlkämpfen. In Amerika wird auch immer viel den Leuten unterstellt, ne? So einfach nur Scheiß auf jemanden schmeißen, irgendwas bleibt kleben. Die Frage ist, warum funktioniert das eigentlich so gut? Weil man hat ja wirklich kein Argument gebracht. Diese Herleitung über den deutschen Wald, deutsches Kulturgut, ist ja extrem dünn. Ja, das ist einfach, wenn die Gegenpartei das nur verneint, ne, so, einer sagt, du bist ein Nazi, und einer sagt, nee, ich bin kein Nazi, du bist ein Nazi, nein, nein, ne, ja, nein, bin kein Nazi, Nazi, Nazi. Was hängen bleibt bei den Zuschauern, ist das Wort Nazi. Man kennt das ja, diese psychologische Technik, man muss irgendwas nur oft genug wiederholen. Und dann bleibt es bei den Leuten hängen. Ne? So, man wirft möglichst viel Scheiße und irgendwas bleibt dann doch kleben. Und das ist einfach psychologischer Faktor bei Menschen. Wir sind halt so gestrickt. Wir haben alle so ein paar Kurzschlüsse im Hirn und so ein professioneller Redner oder Trickbetrüger kann das ausnutzen, um uns einen Mahn aufzudrücken. In meinem extremen Beispiel, wenn zwei Leute auf der Bühne stehen, da sind Zuschauer und die sagen einfach nur, du bist ein Nazi, ich bin kein Nazi, du bist ein Nazi, ich bin kein Nazi, du bist ein Nazi. Und dann wartet man ein paar Stunden und fragt dann hinterher die Zuschauer, was halten Sie jetzt von dem Typ? Was ist denn das für einer? Ja, dann werden ein Großteil dann irgendwie sagen, so, ja, ich glaube, der ist ein Nazi. Weil einfach dieses Wort Nazi, das eine negative Konnotation hat, ständig wiederholt wurde. Und einfach die Verneinung bringt nichts. Man wiederholt ja das Argument nochmal und vertieft es bei den Zuhörern noch mehr. Man muss in dem Fall muss man mit einem guten Konterargument kommen. Das sollte auch nicht zu kompliziert sein. Also nicht anfangen, dann die Lebensgeschichte zu erzählen, ich habe eine Jugendarbeitsgruppe und war bei den Grünen und bla. Da muss man was Konzises, was direkt das entwertet. Das Idealfall wäre sowas, ne, der eine sagt, du bist ein Nazi und der andere sagt, Quatsch, ich bin Jude. Dann geht sofort bei jedem psychologisch, ja, passt nicht. Ja. Aber natürlich ist es nicht in allen Fällen so einfach, so ein schnelles Gegenargument zu finden, das so klar die Gegenposition darstellt. Aber es ist halt das Einzige, was wirklich wirkt, weil wenn man einfach nur verneint, wiederholt man eigentlich nur das Argument des Gegners. Also das ist das Fundamentalste, die dreckigste Attacke, aber die immer noch rum ist, weil sie ist ganz einfach und sie funktioniert halt einfach. Jetzt gibt es natürlich auch einen bestimmten Rahmen, sagen wir mal jetzt bei Anne Will Talkshow, da kann man so Leuten solche Argumente nicht an den Kopf werfen, da muss man ein bisschen subtiler arbeiten. Und dann muss man vielleicht etwas Komplexes machen, da gibt es aber auch noch andere Techniken.
Ein klassischer Fall ist, wenn man das Argument des Gegners ins Absurde führt, indem man es entweder unendlich erweitert oder sich irgendeinen Spezialfall raussucht, wo das Ganze nicht passt. Sagen wir mal, Diskussion, es geht drum. Ich bin ein alter Mann, ich habe noch die 80er mitgekriegt, Diskussion Atomwaffen in Deutschland. Dann sagt die eine Partei, ich bin gegen Atomwaffen in Deutschland, weil macht uns zum Erstschlagsziel. Und außerdem natürlich, wenn es überhaupt einen Atomkrieg gibt, da gewinnt halt keiner, da verlieren wir alle, Atomwaffen sind scheiße, müssen weg. Dann haben wir irgendjemand von der CDU, der sich dann hinstellt, so, aha, so einer sind sie, also ja, schauen wir die Atomwaffen ab. Und dann erweitert er jetzt das Argument, am besten schauen wir auch gleich die ganze Bundeswehr ab. Grenzzäune brauchen wir auch nicht. Stellen wir einfach an der Grenze ein Schild auf, Russen bitte keine Invasion machen, ohne vorher anzumelden. Ne? Was er gemacht hat, ist dieses klare, fokussierte Argument, ich bin gegen Atomwaffen, ich bin nicht gegen die Bundeswehr oder generell gegen Militärhaushalt, sondern einfach gegen Atomwaffen. Und man hat es dann halt erweitert, so, ja, können wir ja gleich alles abschaffen. Und dadurch wird halt das Argument der anderen Person ins Lächerliche geführt. Das ist eine andere Technik, die man verwenden kann. Ne? Und was man halt auch noch tun kann, um eine andere Partei unglaubwürdig zu machen, ist zum Beispiel, indem man sie zwingt, mit einer spezifischen Frage einen Teil des eigenen Argumentes zu untermauern oder es zumindest so aussehen zu lassen, als würde was zugestehen. So ein Klassiker, das kann man auch in Talkshows ganz häufig sehen, das sehe ich ganz häufig, ist, indem man zum Beispiel ständig eine einfache Gegenfrage stellt, wo die andere Partei, ohne sich unglaubwürdig zu machen, nur eine bestimmte Antwort geben kann. Dann sagen wir mal, das ist Diskussion über ja, die Sparpolitik mit den Griechen, das bringt ja alles nichts, die Situation wird immer schlimmer in Griechenland, die werden immer weiter verschuldet, ne, wir sollten vielleicht da unsere Politik ändern. Ne, das ist das eine Argument, wenn es die Gegenpartei sagt dann, ja, aber Sie müssen doch zugestehen, die Griechen haben die Schulden selber gemacht, ne? Wir haben die denen nicht aufgezwungen. Das ist nicht das Argument. Das Argument geht, dass die momentane Sparstrategie halt nicht funktioniert. Man vielleicht das überdenken sollte, wie man mit den griechischen Staatsschulden umgeht, weil man vortrefflicher sagt, wir wollen es eigentlich besser machen, dass die Griechen nicht mehr verschuldet sind, in der EU wieder wirtschaftlich handeln können. Aber die Gegenpartei fragt dann einfach immer wieder, ja, aber die Griechen haben die Schulden schon selber gemacht. Das müssen Sie doch zugeben. Geben Sie es doch zu, die Griechen haben die Schulden selber gemacht. Wir haben die denen nicht aufgezwungen. Betrifft nicht das Thema, ist aber tangentiell damit verbunden und für die Zuhörer wird praktisch immer wieder psychologisch der Faktor erzeugt, guck mal, der andere stimmt mir doch zu. Ja, immer frage ich sie immer wieder und ich wiederhole sie wieder, diese Wiederholungseffekt, damit es auch richtig durchsickert. Also ja, Sie müssen doch zugeben, die Griechen haben die Schulden selber gemacht. Sagt nichts darüber über die Politik, aber macht die andere Partei wieder unglaubwürdig, weil er immer wieder dem einen zustimmen muss, um halt den eigenen Standpunkt zu untermauern, obwohl es eigentlich fachlich das nicht untermauert, aber es geht wieder nur um dieses Bauchgefühl, dass die Zuschauer, wenn sie hinterher rausgehen, sagen, ja, ich glaube, der eine da von der CSU, der hat schon recht. Ne? Also, ich kann es nicht genau begründen, aber so ein Bauchgefühl. Ne? Und das ist alles, was sie wollen. Sie wollen ja nur, dass die Masse denkt, der hat gewonnen. Das sieht man ja auch bei den Präsidentschaftsdebatten, da wird nicht drüber geredet, wenn man hinterher liest, irgendwie bei CNN, Bernie Sanders hat gegen Trump diskutiert, da geht es dann nicht drum, Bernie Sanders hatte die fundierteren Argumente, da steht dann immer, wer hat gewonnen? Dieser emotionale Faktor, darum geht's. Wir wollen jemand dazu bringen, dass er denkt, ich habe gewonnen, auch wenn er es nicht begründen kann. Einfach nur, dass er psychologisch sagt, ja, ich glaube, der hat recht. Ne? Ich kann es nicht begründen, aber ja, Bauchgefühl. Und das ist das Wichtige. Wir Menschen sind emotionale Wesen. Genau. Ja, das war jetzt auch wieder so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was auch immer gerne gemacht wird, das nennt sich Petitio Principi. Ich werde nicht den ganzen lateinischen Namen sagen, aber manchmal kann ich mich an den erinnern. Ist, dass man sogenannte falsche Prämissen einstreut, wo man dann auch sowas, so Tricks verwendet, wie Homomy, dass man Wörter verwendet, die mehrdeutige Bedeutungen haben. Sagen wir mal, wir haben wieder amerikanisches Schulsystem, das sind immer schöne Beispiele, bei denen wird halt immer noch richtig laut gestritten in den Medien, dann kann man sich das angucken, bei uns ist das höchstens ja mal bei Anne Will, wenn mal zwei Politiker ausflippen, aber das ist eher selten. Geht es dann drum, in der Schule, Sexualkundeunterricht oder Abstinenz only, das ist ja bei denen auch sehr beliebt. Jetzt argumentiert die eine Seite, ja, ja, eigentlich Sexualkunde, Verhütung sollte man den Teenager schon beibringen und so, Hormone, die kann man nicht kontrollieren, das mit der Abstinenz funktioniert nicht. Und das ist ja auch statistisch belegt und alles weiter, dass das nicht funktioniert. Aber trotzdem setzt sich an vielen Schulen halt immer noch dieses Abstinenz-only durch. Wie könnte das jetzt verargumentiert werden? Ja.
Und dann sagt man zum Beispiel, man bedeutet das um. Dann sagen wir zum Beispiel, man nimmt jetzt ein Wort und sagt, stimmen Sie mir nicht zu, dass man Kindern eigentlich tugendhaftes Benehmen beibringen sollte. Ne? Tugendhaft. Tugend ist dann einfach nur eine Umdefinition, die man dann leicht umsetzen kann, von Jungfräulichkeit. Ne? So. Aber man definiert es in Tugend um, weil Tugend klingt besser, aber man kann es auch anderweitig interpretieren. Und dann sagt die andere Seite, ja, tugendhaftes Benehmen ist ja generell nicht schlecht. Und dann tut man noch eine weitere Prämisse einstreuen, sowas ja. Und sind Sie nicht auch der Meinung, zum Beispiel bei der Drogenpolitik, man sollte den Kindern nicht beibringen, wie sie ordentlich eine Ader finden und wie sie ihr Heroin richtig dosieren. Man sollte ihnen sagen, nein, keine Drogen. Schwierig dagegen zu argumentieren, besonders weil das ja dann so eine Drift ist vom Hauptthema weg. Da hat sich der Gegner vermutlich nicht darauf vorbereitet. Und dann führt man die beiden zusammen und behauptet, diese beiden Behauptungen, die man gerade aufgestellt hat, untermauern jetzt Argument, wenn sie mir zustimmen, man sollte denen halt sagen, nein, wie bei den Drogen und generell tugendhaftes Benehmen. Und da ist ja die einzige Konsequenz, dass wir Abstinenzunterricht machen. Wenn den Kindern sagen, nein, kein vorehelicher Sex, tugendhaft benehmen, keine Verhütungsmittel, sondern einfach kein Sex, Abstinenz only. Und wenn man das entsprechend argumentativ vorbereitet hat, hat man wieder die Zuschauer überzeugt. Bei den Amerikanern schreibt man noch irgendwelche christlichen Partitüden ein, um das mit der Tugend noch ein bisschen zu untermauern. Und dann hat man wieder emotional die Leute auf seine Seite geholt, obwohl das Argument, wenn man es logisch hinterher betrachten würde, ziemlich schnell auseinanderfällt. Das ist auch so eine Standardtechnik, ist, dass man immer weiterredet, den Zuhörern nicht die Möglichkeit gibt, so mal 10 Sekunden Pause zu machen und nochmal so zu denken, so Moment, ne, das stimmt eigentlich gar nicht. Ne? Das muss auch nicht immer so eine Diskussion sein, so die eine Technik, dass man einfach immer weiterredet und dem anderen keinen zu nachdenken lässt, die funktioniert auch generell ganz gut, weil dann kann man auch immer von Argument zu Argument, Argument springen, so Argumentketten bilden, wo die Verbindungen extrem dünn sind. Aber indem man dann einfach drüber hinweg springt und die Verbindung irgendwie so dünn ist, wie jetzt vorhin unser Beispiel, der eine sagt irgendwas von deutscher Kultur und der Wald und der andere macht dann daraus direkt den Sprung, so ja, Nazi, Nationaltypen, ne, ist extrem dünn, aber wenn man dann, ja, und Nationaltypen, die machen ja das und die machen ja das, dann macht man noch 3 weitere Argumente. Und dann kommt man zu seinem eigentlichen Argument und den Zuhörern, die können dann die Kette nicht mehr so weit zurückverfolgen, bis sie irgendwo den Bruch finden. Und das ist auch so eine Technik, die man verwendet, um zum Beispiel das Gegenüber aus dem Konzept zu brennen, dass man erstmal ganz viele Argumentsketten macht und die Gegenseite dann auch das Problem hat, so, wo greife ich das jetzt an? Und der Fehler ist dann so ganz am Anfang, aber man hat dann nochmal 2 Minuten weitergeredet und was man dann auch machen kann, ist den anderen damit aus dem Gleichgewicht bringen, indem man zum Beispiel noch Fragen einstreut. Man macht seine Argumente und sagt mir, ja, und Sie sind ja auch der Meinung, das ist dann auch richtig so, da müsste man natürlich auch das anpassen mit unserem Budget und dann müssten wir natürlich, sind Sie nicht auch der Meinung, dass wir dann auch das Militär aushalten und außerdem sollten wir das auch kulturell integrieren mit der Kommission, sind Sie ja nicht auch der Meinung, und man gibt dem anderen einfach so 10 Fragen vor, wo der dann auch überhaupt kein Argument mehr schnell im Kopf zusammenbringen kann, außer er sagt jetzt hier Auszeit 5 Minuten, ich muss das erstmal sortieren, aber wenn man so eine öffentliche Diskussion hat, macht das ja auch einen schlechten Eindruck für den Zuhörer, ja, ah, guck mal, er kann gar nicht darauf antworten, dann muss er erstmal Wikipedia nachlesen, ne? Also, dann ist sein Argument vielleicht doch nicht so stark. Das sind so diese verschiedenen Techniken. Und was ich jetzt gerne machen würde, wenn jetzt vielleicht vorher nicht noch ein paar Fragen sind, würde ich gerne ein paar Leute hier vorholen. Gibt es jetzt hier mal jemand, der sich freiwillig melden würde? Also wir brauchen mindestens 2 für so eine Diskussionsrunde. Und der gerne mal versuchen würde, mit ein paar von den Tricks jetzt ein bestimmtes Thema auszudiskutieren, dass wir das mal einfach live sehen. Ich habe jetzt immer nur Beispiele genannt und habe gesagt, wo man es finden kann, im Fernsehen oder so. Aber ich finde es immer am lustigsten, wenn da jemand mitmacht und dann interaktiv das Ganze mal ausprobiert. Ein Freiwilliger, okay, wir bräuchten noch eine Gegenpartei. Noch jemand dabei? Na, kommt. Kann man hier nicht alles alleine machen. Ah ja, also du willst Klimawandelleugnung. Okay, wärst du dafür bereit fürs Thema? Er macht Klimawandelleugnung und du machst pro Klimawandel. Da hast du den einfachen Teil. Zum Klimawandel kann ich auch gerade noch so eine kleine nette Technik erzählen, die auch immer gerne verwendet wird. Das findet man beim Klimawandel immer so dieses klassische von den Gegnern.
ich bin ja kein Wissenschaftler, aber der letzte Winter war ganz schön kalt. Ich weiß nicht, was das mit dem Klimawandel ist. Gut, also du willst Klimawandel leugnen. Ja. Haben wir das Thema festgelegt. Du bist pro Klimawandel. Das heißt aber nicht, dass du jetzt ehrlich argumentieren musst. Du kannst auch fiese Tricks anwenden. Wollt ihr vielleicht gerade noch mal eine Minute in euch gehen, euch überlegen, wie ihr diese Argumente anwenden wollt, dass wir einfach ein paar von den Techniken, die ich erzählt habe, jetzt zeigen? Ich denke mir einfach noch ein paar eigene Techniken aus. Ja. Ach, probieren wir es einfach aus. Wollt ihr es beide einfach ausprobieren? Genau. Ja. Okay. Beide Mikros, die sind beide an. Ich fange auch mal selbst. Und jetzt zu den Regeln, wir wollen es ja auch fair gestalten. Jeder hat Redezeit immer ungefähr 30 Sekunden und dann muss die Gegenseite antworten, also nicht gegenseitig überschreien. Okay, wer fängt denn an? Ich mit dem Argument Klimawandel? Nein, ich fange an. Also, oh, okay, gut. Also das ist ja klar. Okay, also, das ist ja so, wir müssen ja Ihr Argument. Ja, wir müssen ja die Wahrheit kundtun. Und es ist einfach so, ich war letztens auf dem CCC-Camp und da war es nachts echt kalt. Also ich frage mich da echt, wo der Klimawandel bleibt. Gut, das ist ja selbstverständlich, dass es nachts kalt ist. Das sagt schon das berühmte Sprichwort, nachts ist kälter als draußen. Ja. Das kennt jeder, das wird den kleinen Kindern schon eingeimpft. Und es ist offensichtlich, dass die Wärme ja auch irgendwo hin muss. Ja. Also das ist ja ein totales Scheinargument, was Sie hier vorbringen. Das geht mal überhaupt nicht. Wir haben da sehr viele Studien. Also wir liefern Studien im Bereich Klimawandel, wie wird das von der Bevölkerung eingeschätzt. Da haben wir jetzt eine Umfrage gemacht mit 1000 Leuten und viele empfinden es heute sogar kälter als früher. Also wenn es einen Klimawandel gibt, dann gibt es nur eine Abkühlung, da müssen wir was dagegen tun. Ja, aber Sie sagen ja immer die ganze Zeit wir. Sie grenzen sich hier aktiv von dem Rest der Menschheit ab. Ja, das sind ja offensichtlich nationalistische Tendenzen, die Sie hier bringen. Denn Sie müssen das ja in einem gesamtglobalen Kontext sehen und das habe ich bei Ihnen jetzt gerade vermisst. Also das stimmt überhaupt nicht, dass wir uns abgrenzen. Wir sind international tätig, also wir sind eine Unternehmensgemeinschaft. Wir vertreten Unternehmen gesamt. Wirtschaftlich, global, aus China, Indien, USA, Europa. Und wir forschen aktiv an der Klimadebatte. Wir forschen aktiv daran, ob es einen Klimawandel gibt und wie stark dieser sich ausprägt. Und aktuell haben wir da Daten, dass es unterhalb von der Messbarkeitsgrenze liegt, wenn es einen Klimawandel gibt. Also ich möchte das jetzt nicht leugnen. Ich sage, es gibt schon einen Einfluss durch die Menschen. Wir erzeugen ja CO2, wir erzeugen Wärme, aber es ist wirklich nur so marginal, das hat gar keine Relevanz. Genau damit geben Sie mir zum einen recht, es gibt Klimawandel. Und das andere ist, Sie haben auch Ihren Grund genannt, warum Sie den Klimawandel leugnen, nämlich wirtschaftliche Interessen. Sie haben gesagt, wir vertreten Unternehmen. Es ist wohl offensichtlich, dass die Unternehmen kapitalistische und nicht ökologische Interessen haben. Dementsprechend kann ich mich Ihrer Argumentation natürlich nicht anschließen. Ihre Studien sind von den Unternehmen finanziert und wer die Studie bezahlt, bestimmt auch über die Ergebnisse. Also das stimmt so überhaupt nicht. Außerdem möchte ich darauf eingehen, Sie haben mich erst als Nationalist oder Nationalsozialist bezeichnet und jetzt bezeichnen Sie mich als Kapitalist. Das ist ja kompletter Widerspruch in Sicht. Der Kapitalismus ist die freie Marktwirtschaft, freiheitlich-demokratische Grundrechte, Vertragsfreiheit, Handlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und Nationalsozialismus, ja, das ist die komplette Diktatur, das ist Informationsdiktatur, da wird gefiltert, das geht gar nicht. Naja, selbst in der AfD sind vermutlich Unternehmer vertreten, aber ich möchte darauf nicht näher eingehen, sondern ich gehe nochmal auf Ihre Argumentation ein, dass Ihre Unternehmen und vielleicht anderen Mitglieder einfach keinen Klimawandel festgestellt haben. Wenn ich Ihrer Argumentation folge, dann könnten wir eigentlich sagen, okay, es ist uns egal, ja, wir Kohlekraft ist viel besser, weil uns das egal sein kann. Wir können auch gleich die Atomkraft wieder einführen, weil letztlich ist ja Umweltschutz völlig irrelevant Ihrer Meinung nach, so habe ich es jetzt verstanden. Das stimmt überhaupt nicht, also Umweltschutz ist überhaupt nicht irrelevant für uns. Wir haben auch Unternehmen aus der Solarbranche mit drin und
Ja, es geht ja hier überhaupt nicht um irgendwelche kapitalistische Ziele. Also auch Unternehmen gibt es ja auch im Sozialismus, in jeder anderen Wirtschaftsform. Mir geht es einfach nur darum, der Klimawandel wird instrumentalisiert. Also auch wenn es einen marginalen Einfluss des Menschen gibt, der unterhalb der Nachweisgrenze ist, wird dieser Einfluss genutzt und hochstilisiert. Man sagt, es sind dann 2 Grad, dann gibt es Wirbelstürme und Katastrophen. Das ist ja eigentlich nur ein Scheinargument. Es geht ja einfach nur darum, eine CO2-Steuer einzuführen. Und so eine CO2-Steuer ist ja in Wirklichkeit nur eine versteckte Flüchtlingssteuer. Also wenn man da auf... Da möchte ich mich gerade mal bedanken. Das war jetzt sehr gut. Ich glaube, irgendjemand von euch hat sich doch schon mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Also ich meine jetzt. Ich weiß nicht. Ja, nee, aber mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Du hast jetzt ein paar Sachen, die ich nicht erklärt habe. Du hast dich zum Beispiel dann auch mal auf Autoritäten bezogen, ne, so, als du gesagt hast, es hat doch gezeigt. Und man hat sich dann, die Umfragen haben gezeigt, man tut praktisch auf eine andere Autorität, in diesem Fall das Volk. Klassiker ist auch immer wieder so der Satz, Studien haben gezeigt. Ne? Das hat er gemacht, das hat er gemacht. Dann auch so diese falsche Prämisse, die er einfach mal so rein, da bist du überhaupt nicht drauf angesprungen, als er gesagt hat, Faschismus ist ja irgendwie überhaupt nicht mit Kapitalismus vereinbar. Jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, wird feststellen, Kapitalismus und Faschismus funktionieren sehr, sehr gut zusammen. Auch wieder so ein schönes Argument. Ne? Aber genau, also das fand ich sehr schön, dass du es eingebaut hast. Das habe ich auch der Meinung, du hast dich damit vorher schon mal definitiv beschäftigt, oder? Ja. Also mein Ziel ist es ja auch, Blockchain Marketing Consulting Solutions zu gründen als Beratungsunternehmen. Ja. Du hast jetzt nicht so viele fiese Argumente angebracht. Du hast öfters mal tatsächlich fundiert, logisch argumentiert. Also ich hab versucht, immer eins rauszuziehen und ins Lächerliche oder ins Gegenteil zu verkehren. Das heißt, immer wenn ich irgendwas gefunden habe, wo ich einen Angriffspunkt hatte, wo ich gedacht habe, okay, das kann man jetzt unfair ins Gegenteil verkehren, dann habe ich mir das rausgesucht. Mhm. Ja. Aber das mit dem Nationalsozialisten hast du nicht nachgehakt. Da hättest du nochmal vertieft können. Das hat er dann 2 Sätze später wieder gebracht. Das hatte nicht so den richtigen Impact, außer dass natürlich ein Lacher gemacht hat. Ne? Also ich habe gewonnen. Das ist was nett. Was sagen wir? Gut. Ihr wollt doch nicht wirklich dem Klimaleugner jetzt recht geben, liebe ja, Freunde. So funktioniert es aber. Also, deshalb können die sich ja überhaupt halten. Ne? Ja, klar. Also wir haben hier jetzt, sagen wir mal, ein sehr intellektuelles Publikum, kann man sagen. Aber wenn man es mal, so also klassische amerikanische Town Hall, Amerika bietet da immer die wunderbaren Beispiele, da funktioniert sowas ganz gut. Ne? Oh. Aber auch ein intellektuelles Publikum weiß nicht alles. Nee, also ja kein, nicht jeder weiß ja, im Bereich Medizin, Homöopathie, alternative Heilkunde, Klimawandel, Physik, sonst was Bescheid. Und da gibt es ja immer irgendeinen Punkt, wo jemand angreifbar ist. Genau, kann das man ein bisschen ja auch austesten und dann klappt das. Auch mit diesem Argument Kapitalismus, Faschismus, nicht jeder hat sich mal so ein bisschen mit politischer Theorie beschäftigt. Genau. Und dann schluckt man so ein Argument einfach. Ja. Und auch diese klassischen, also ich bin kein Wissenschaftler und aber. Ne? Ja, dann danke ich euch beiden. Vielen Dank auch. Danke auch. Gut, das Ganze war jetzt ein bisschen kürzer als ursprünglich geplant. Ich will jetzt auch nicht alle Beispiele durchgehen, wie schon gesagt, aber 38 Kunstgriffen. Viele von denen ähneln sich auch und tun sich nur so einen kleinen logischen Unterschied. Ich empfehle aber jedem, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil man trifft's im Alltag immer wieder. Bestes Beispiel Politik. Man kann einfach einen Politiker in seiner Glaubwürdigkeit einfach vielleicht schon daran bewerten, wenn man sieht, wenn er solche Techniken ständig einsetzt. So. Wieso benutzt du solche Techniken ständig? Du hast ja... Du versuchst mich hier zu beschummeln. Da muss man sich im Thema gar nicht auskennen, wenn man merkt, eine Partei, die versucht mich zu überzeugen, benutzt ständig solche unehrlichen Rhetoriktechniken, da hat man eigentlich schon seinen Schluss. Also, wenn er ein fundiertes Argument hätte, müsste er das nicht machen. Das ist schon mal so ein Warnding und wie ich halt in meinem Berufsalltag festgestellt habe, wenn man dann tatsächlich mal in einer großen Firma eben mit solchen Managern zu tun hat, ist man dem auch ausgesetzt. Und insbesondere in der tödlichen Kombination großes Projekt mit politischen Managern. War das Schlimmste, was ich je gemacht habe.
kann ich gerne danach, wenn jemand Fragen hat, nochmal was zu erzählen. Aber ansonsten war nur ein kurzer Vortrag, war nur ein kurzer Ausschnitt, war jetzt auch nichts Technisches, aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, Sie nehmen was mit und ich empfehle jedem, sich da mal einzuarbeiten. Gut, dann bedanke ich mich und hoffe, es hat sich für euch gelohnt.